Unibet. Episode 109. Nicky Hub, Stürmer, Spuso, Vienna Capitals. Wir haben dann halt gesehen, auch als Paar, okay, wenn es nach dieser Saison jetzt kein Happy End für mich gibt, dann ist es vorbei. Und das war einfach, ja, war realistisch. Also für mich war das halt immer, ich habe mir, so ehrlich bin ich, ich habe mich dann auch in den Schlaf geweint oft, weil ich immer gedacht, ich bin zu jung, dass ich jetzt Profi-Eishockey aufhöre und ich habe keinen Traum gehabt, was ich beruflich machen möchte. Weil jeder immer sagt, ja, wärst du ein Trainer oder bist du ein Fitnesscoach oder was weiß ich, Marathonläufer, irgendwas anderes halt. Aber ich habe halt wirklich, also wirklich nicht einmal den Gedanken zu der damaligen Zeit verschwendet. Und das hat mich dann wirklich sehr, sehr hart getroffen. Die Tribüne erhebt sich. Und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on. Mit dem Torhänder abgefälscht und die Scheibe im Tor. Aus dem Nichts. Wie schön war das gemacht. Unibet Hockey O'Clock. Das neue Jahr bei Unibet Hockey O'Clock beginnt, wie das alte aufgehört hat, nämlich mit richtig viel Star-Power. Und beim aktuellen Gast muss ich ganz ehrlich gestehen, dass er schon so lange auf der zugegebenermaßen langen Shortlist an Gästen ist. Und es freut mich so sehr, dass er jetzt endlich die Zeit gefunden hat, bei Unibet Hockey O'Clock gastieren zu dürfen. Es ist einer der Führungsspieler bei den Spuso Vienna Capitals, eine der Identifikationsfiguren, was das Wiener Eishockey anbelangt. Es ist natürlich niemand geringerer als Niki Hartl. Und Niki, es freut mich sehr, dass du dich jetzt in der Unibet-Leitung befindest. Herzlichen Dank, dass ich da sein darf und ja, habe schon einige Folgen gehört, sehr, sehr interessant und bin immer selber da gegenüber von dir und kann mit dir sprechen und das freut mich sehr. Du bist also derjenige, der schon ein paar Folgen gehört hat. Das freut mich natürlich noch mehr. Es freut mich aber tatsächlich auch dem breiten Eishockey-Publikum endlich auch mal deine Wenigkeit in etwas größerer Ausführlichkeit abseits der 2-3-minütigen auch TV-Interviews vorstellen zu dürfen, weil gerade deine Entwicklung, deine Wandlung auch so eine spannende ist. Bevor wir aber dann tatsächlich auch zum Tagesgeschäft und allem, was dich die letzten Jahre ausgezeichnet hat, kommen, möchte mit dir bei was völlig anderem beginnen, zumal dieser Tage Team Austria jetzt bei den World Juniors um die Relegation spielt, beziehungsweise den Verbleib in der A-Gruppe, das Ganze gegen Lettland. Heute Abend, wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf, gibt schon das erste Relegationsspiel gegen die Letten. Auch deiner Wenigkeit, gemeinsam mit einer durchaus goldenen österreichischen Generation, war es vor weit über einem Jahrzehnt vergönnt, bei der AWM, der U20, den World Juniors mit dabei zu sein. Wenn jetzt dieses Turnier jährlich stattfindet, rund um den Jahreswechsel beziehungsweise am zweiten Weihnachtsfeiertag dann auch startet. Was bringt das bei dir für Erinnerungen zurück? Nur positive, muss ich wirklich gestehen. Zu meiner Zeit war das halt wirklich so, dass das war ein dermaßen großer Konkurrenzkampf, dass man da überhaupt mitfahren darf. Und ja, da waren einige Trainingslagern davor. Und wo man den Sprung dann geschafft hat, war man natürlich überglücklich. Und ja, ich habe zu der damaligen Zeit meinen Geburtstag am 18. Dezember dort gefeiert. Also habe ein bisschen länger Geburtstag gehabt, wo ich von Österreich nach Kanada geflogen bin. Und das vergisst man halt dann auch nicht. Und ja, wir haben eine dermaßen starke Gruppe damals gehabt. Auch Mannschaft von unserer Seite und ein Urgestein als Trainer, an Dieter Werfring. Und wir haben uns sehr, sehr gut geschlagen. Also das war wirklich auch die Erfahrung da als Juniorenspieler, was man dort macht, dass man mehr wie 10.000 Leute zuschauen. Und das pusht dann halt in jungen Jahren so extrem. Und ja, da kriegt man dann das erste Mal das Gefühl, wie es sein könnte, wenn man den Sprung über den See schaffen würde. Und die Motivation, ich glaube, heute auch noch, ist groß bei jungen Spielern. Und ja, wie gesagt, mir hat das extrem geholfen, was auch meine Entwicklung angeht, weil du siehst wirklich einmal, wo du stehst mit Gleichaltrigen, aber die was nicht aus deinem Land kommen. Und ja, also wie gesagt, das war eine Riesenerfahrung, möchte ich nicht missen. Und jetzt natürlich die Jungen zu sehen, es weckt gute Erinnerungen, aber wie man sieht, ist es halt nicht allzu leicht, dass man dort wirklich Fuß fasst und auch Spiele gewinnt. Und ja, möchte da überhaupt nicht einmal irgendwen einen Vorwurf machen. Man sieht halt einfach einmal, wo man steht. Und
ja, die Reise muss aber weitergehen. Und ich finde, du hast das perfekt zusammengefasst, weil das natürlich wenig beneidenswert ist, was Kirk Ferry und sein Staff machen müssen mit dem Spielermaterial, das sicher ein gutes ist, aber dem zur absoluten Weltspitze sicher noch ein paar Schritte fehlen, auch zu arbeiten. Da ist dann natürlich auch leichter gesagt als Medienvertreter oder vielleicht auch Beobachter von außen, aha, 11-0, 9-0 und dergleichen gegen die Top-Eishockey-Nationen, darf man also in diesem Fall auch nicht überbewerten. Und fairerweise ist es wahrscheinlich so, dass Österreich auch eher besser in der Division 1A aufgehoben wäre, wenn es natürlich eine Überraschung gegen die Letten geben kann, so viel mal vorweggenommen. Aber weil du das angesprochen hast, man sieht mal, wo man steht, man sieht mal, wie in der Spitze andere Eishockey-Nationen wahrscheinlich auch deutlich besser aufgestellt sind. Woran hast du damals festgemacht oder das waren so Dinge, wo du dir gedacht hast, boah, okay, das sind wir als Österreicher wahrscheinlich noch ein Stückchen davon entfernt? Was ich ehrlich zugeben muss, was mich immer bewundert hat, dass manche andere Nationen immer größer waren, immer größere Spieler gehabt haben und teilweise schwerere Spieler gehabt haben, und die war schon technisch so versiert worden, dass man wirklich sich denkt, was hat man die letzten 10 Jahre eigentlich gemacht? Das ist witzig, aber ja, ich glaube, da hängt so viel mit dran, weil in Österreich gibt es so viele gute Talente und gute Spieler, auch gute Trainer, aber ich glaube, irgendwann steht man dann auch an, was die finanziellen Mittel vielleicht angeht oder das Setup, was ein Verein hat. Man hat halt nicht überall 3 Eisflächen zur Verfügung oder ein Riesen-Gym, wo man mit Jungen wirklich tagtäglich arbeiten kann, so wie in Salzburg zum Beispiel. Wir in Wien haben das natürlich auch, sind wir auch gesegnet damit. Weiters kommt hinzu, dass man vielleicht nicht den Riesen-Nachwuchs in unserem Land aufbauen kann, wie in unseren Ländern, wie in Kanada, Schweden oder Russland, wo es halt Eishockey wirklich eine ja, die Sportart schlechthin ist. Wie gesagt, da spielt so viel mit und ja, ich habe das halt damals bei uns, wir haben uns wirklich gut geschlagen. Wir haben gegen Schweden noch im zweiten Drittel, ist glaube ich 3-3 gestanden, alles so Geschichten. Und da haben wir dann schon gesehen, okay, man kann läuferisch mithalten, aber wenn es dann wirklich über 3 Dritteln geht, also über 60 Minuten, das hohe Tempo zu halten, das war meistens das, wo wir dann die Spiele verloren haben, jetzt von meiner Erfahrung noch nach. Ich glaube auch zur Einordnung, Lars Weibel, der Director Sport des Schweizer Eishockeyverbandes, also der für den kompletten Sport und auch die Nationalmannschaften verantwortlich ist, der vergangene Woche an dieser Stelle bei Unibet Hockey O'Clock gastiert hat, hat auch gemeint, das macht dann eben auch schon aus Schweizer Sicht einen Riesenunterschied, wenn das Potenzial, aus dem man schöpft, in Kanada bei 200.000 registrierten Eishockeyspielern ist, in der Schweiz bei 20.000 und in Österreich ist der Wert wahrscheinlich noch deutlich geringer, also auch nur um das mal in Kontext zu setzen. Aber was so spannend ist auch an der Mannschaft 2009, 2010, der es vergönnt war, bei den World Juniors mit dabei zu sein, wo nicht nur du mit dabei warst, einfach nur zur Einordnung für die Hörerinnen und Hörer zu Hause, das sind die Dominik Heinrichs, die Alexander Palestrangs, die Fabio Hofers, die Konstantin Komareks, die Andreas Christlers und Peter Schneiders dieser Welt gewesen, die danach auch der Liga ihren Stempel aufgedrückt haben, die danach auch international große Erfolge gefeiert haben, die das österreichische Eishockey und das Nationalteam auch bis heute prägen. Dementsprechend darf man sich nur auf das freuen, was dann auch in puncto Unterbau der aktuellen U20-Cracks dann in ein paar Jahren auch unsere Liga bereichern wird. Weil ich all diese Spieler auch angesprochen habe, gibt es noch so eine U20-Weltmeisterschaft 2009, 2010? Wir waren dabei, Alumni-Gruppe, spricht man da hin und wieder ein klein wenig drüber, vielleicht genau auch jetzt um die Jahreszeit, oder ist das alles ein bisschen verflossen? Ja, wenn ich Spieler sehe oder treffe, dann spricht man schon gerne darüber, weil es hat, wie gesagt, das war eine coole Erfahrung. Wir haben alle einen Spaß gehabt. Und schlussendlich ist man halt doch noch minderjährig, würde ich jetzt nicht sagen, weil man wird jetzt schon zum gestandenen Mann ab 18 aufwärts. Aber wie gesagt, man ist halt schon noch jung und hat nicht viel Erfahrung und man spricht halt dann wirklich gerne darüber, so wie man, würde jetzt gesagt, zusammensitzt mit seinen Kumpels und auch über die Vergangenheit lachen kann. Ja, haben wir halt dort auch das ein oder andere erlebt und ja, das nimmt man natürlich positiv mit sein Leben lang. Also da wird man dann wirklich, ja, man verliert sie dann nie aus den Augen. Die Eishockey-Welt ist doch klein und
auch wenn der andere in Vorarlberg spielt und der andere in Schweden oder sonst was, wenn man sie trifft, dann versteht man sie und hat immer einen Spaß. Wir zeichnen das Gespräch mitten drin in der intensivsten oder einer der intensivsten Zeiten des Eishockey-Jahres auf. Weihnachten ist vorbei, der Wechsel ins neue Jahr ist vollzogen und für Eishockey-Profis gibt es aber de facto keine Pause. Jetzt hatten die Vienna Capitals das Glück, dass auch spielplanbedingt zum Beispiel die gestrige Sonntagspartie gegen die Bratislava Capitals ursprünglich geplant nicht stattfinden konnte, aus bekannten Gründen, man dementsprechend einen Tag pausieren konnte. Aber trotzdem geht's im Regelfall jetzt alle zwei Tage durch. Und wir diskutieren das dann auch immer wieder auf Sendungen bei Puls24, auch an dieser Stelle. Aber es ist immer wieder schön, auch von direkt Betroffenen zu hören, wie viel Freude ist einerseits um diese Zeit gerade beim Eishockeyspiel mit dabei, aber wie entbehrungsreich ist es auch, so viel opfern zu müssen, so viel weg zu sein, gerade in einer Zeit, wo so viele Familien miteinander wertvolle Familienzeit auch verbringen können. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich bin ein extremer Familienmensch, aber jetzt ohne meiner Frau nahe zu treten, ab und zu tut es schon ganz gut, wenn man wegfahren kann, wenn man weg von zwei kleinen Kindern, dass man wirklich wieder, einmal was anderes erlebt auch, aber wie gesagt, es tut natürlich weh, wenn man von zu Hause dann wegfährt, aber man ist ja das mehr oder weniger über die Jahre schon gewohnt. Also ich kenne das nicht anders. Ich habe nie einen anderen, also glücklicherweise nie einen anderen Beruf ausgeübt. Und ich weiß, was auf mich zukommt. Und natürlich ist es für jeden Spieler, auch junge Spieler und vor allem für Familienväter eine extrem beanspruchende Zeit, weil so viele Spiele und du musst immer top performen. Und jetzt ist es sozusagen auch diese Zeit, wo so viele Spiele hintereinander sind und diese Punkte, wenn du die liegen lässt, dann die Tabelle ist so eng. Schaut das natürlich dann am Ende oder vor die Playoffs, kann das gleich nach hinten losgehen. Deswegen, der Jänner wird sehr, sehr knackig. Wir zeichnen das Gespräch an einem Montag auf. Zwischen unserem Talk und der Erscheinung der aktuellen Episode von Unibet Hockey O'Clock liegt noch ein Spiel für die Spuse Vienna Capitals. Das führt euch am morgigen Dienstag nach Graz zu den Moser Medical Graz 99ers, wo ihr versucht, eine durchaus beeindruckende Serie dann auch am Laufen zu halten. Ihr habt in den letzten 5 Spielen immer gepunktet, 4 der letzten 5 Partien auch tatsächlich gewonnen, nachdem es nicht immer einfach war in dieser Saison, da möchte ich dann auch gleich dazukommen, aber ist das vielleicht jetzt auch so ein Punkt, wo du das Gefühl hast, das Werkel in Wien kommt langsam so ins Laufen, wie ihr euch das alle vorgestellt habt? Mehr oder weniger. Es ist, man kann viel Positives bis jetzt, bis dato aus der Zeit von ziehen und auch einiges Negatives, aber ich glaube an den Negativen, wenn man an den arbeitet, sprich die Konstante, was man da halten sollte über mehrere Spiele, dass man das vielleicht nicht in die Overtime zieht und einfach regulär über die Spielzeit mitnimmt. Solche Spiele, dass man da nicht nur einen Punkt mitnimmt, sondern drei, das wäre halt das, wo eine Mannschaft wachsen muss oder wachsen sollte. Und das läuft jetzt langsam, weil wir halt auch, ohne jetzt wirklich Ausreden da auf den Tisch zu legen, verletzungsbedingt leider wirklich ein Pech gehabt haben heuer, auch was die Eishalle leider Gottes angeht, mit unserer Eisfläche. Da waren halt Sachen, mit denen plant man einfach nicht. Aber ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, dass immer aus schwierigen Situationen und auf nicht unumgänglichen Situationen, dass man da immer stärker daraus kommt, weil jetzt haben viele junge Spieler auch Eiszeit bekommen und die etablieren sich wirklich gut. Und der Trainer sagt, glaube ich, selber, es war schwierig bis dato, auch was Coaching angeht, weil halt sehr viel gemixt worden ist, durch das, dass viele Verletzungen stattgefunden haben, leider. In mich selber hat es auch schon zweimal getroffen heuer. Aber wie gesagt, ich glaube, man kommt da immer stärker zurück. Und wenn man als Mannschaft dann agiert und das System umsetzt, was der Trainer vorgibt oder der Verein, die Linie, was der Verein vorgibt, dann sollte man das bis zu den Playoffs gut durchdrücken. Und dann ist sowieso wieder, wie jeder kennt es, alles offen. Aber das ist schon mal Musik für die Ohren der nicht nur Wiener Eishockey-Fans, dass mit Wien auch weiter zu rechnen sein wird, dass man aus den Erfahrungen, nicht nur auch aus dieser Saison gestärkt hervorgeht. Wenn du jetzt auf die letzten Jahre zurückblickst und das Spannende ist, die schwierigen Jahre von außen betrachtet mit der ersten Corona-Saison, wo niemand gewusst hat, was passiert. Eigentlich sogar auch schon der Saison mit dem letztlich dann Meisterschaftsabbruch, mit der vergangenen zweiten Saison, wo die Caps
im Gegensatz zu allen anderen Teams so lange so gesund geblieben sind und dann zur denkbar ungünstigsten Zeit von Covid getroffen worden sind. Jetzt mit dieser Saison, mit dem Nomadentum durch die defekte Eisaufbereitungsanlage bedingt, schwierige Jahre von außen betrachtet, für dich persönlich erfolgreiche Jahre als Scorer und Spieler. Wie passt das zusammen, wenn es Widrigkeiten gibt, dass Niki Hartl dann gestärkt davon oder daraus hervorgeht? Ich glaube, es ist nur menschlich, wenn ich jetzt sage, natürlich ist es extrem belastend. Wenn jetzt einmal eine Eisfläche nicht geht und wir vorne mal woanders sind, weil da extrem viel Zeit drauf geht, wo es auch das wieder, wo du zuerst angesprochen hast, als Familienvater ist es nicht lustig, wenn ich mal einen Tag einteilen muss mit den Kindern und dann geht's nicht, weil auf einmal kein Eis da ist. Das sind halt alles so Sachen, wo ich jetzt über die vergangenen Monate wie Jahre, was auch Covid angeht, ich glaube, ja, das ist halt viel Jammern auf hohem Niveau, weil der Mensch ist halt ein Gewohnheitstier. Und jeder möchte seinen Alltag regeln und weiß seine Routine und jeder weiß, wie er mit seinem sportlerischen Dasein umgehen kann. Aber wenn dann halt so, wie du sagst, Covid da ist und man weiß nicht, ob man spielt oder nicht, das belastet einen halt dann schon intern. Und was ich daraus gelernt habe natürlich, oder beziehungsweise mental mich stärken hat können, war in erster Linie ein Trainer wie Dave Cameron. Der hat halt wirklich immer gesagt, egal was von außen daherkommt, das ist alles nur Kopfsache. Natürlich kann man vieles dann gar nicht beeinflussen und das hat er auch wieder richtig gesagt, kümmere dich um das, was du wirklich beeinflussen kannst und mach 100% das Beste daraus. Und das kann ich wirklich auch nur jedem jungen Spieler mitgeben, wenn ich so einen Trainer, ich habe sehr viele gute Trainer gehabt, also ich will da keinem was irgendwie darstellen. Aber der hat mir wirklich, oder viele Spieler so vom Mindset her geholfen, dass wir mit diesen Sachen dann halt umgehen haben können und wirklich auch dann Spiele gewonnen haben oder wie letzte Saison im Playoff eine Mannschaft wie Klagenfurt besiegen haben können mit so einer dezimierten Mannschaft. Und das war halt dann schon für mich bis dato, unabhängig von den Punkten oder Toren, was ich geschossen habe, ein Riesenerfolg. Also wenn man das als Mannschaft durchmacht und mit, was viele Zuschauer teilweise auch nie sehen, oder als Organisation, auch was jetzt heuer wieder das Eis betrifft, wenn man da solche Sachen durchmacht, auch was die Eismeister angeht, die machen ja alle Überstunden für uns, damit das Radl am Laufen bleibt, muss ich mir echt bedanken und dann wieder mal zu mir kommen, und wenn ein ruhiger Moment ist mit den Kindern, man vergisst es dann auch wieder. Also von dem her, es gibt harte Momente, aber ich glaube, in jeder Berufssparte denkt man sich ein paar Mal, leck mich da am Arsch heute. Also, ja, das, mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen. Das Leben geht immer weiter, egal was ist. Aber was man schon merkt, ist, dass ein sehr reifer, ein sehr erfahrener und mag es jetzt nicht altersweise bezeichnen, aber ein Profi spricht, der einfach viel, viel schon gesehen hat und das auch perfekt einordnen kann, der sich gerade die letzten Jahre menschlich und spielerisch sicher nochmal weiterentwickelt hat. Und das war auch einer der Gründe, warum ich einen deiner Teamkollegen gebeten habe, mal ein klein wenig über deine Entwicklung auch zu sprechen. Und da bedurfte es natürlich einem veritablen Kenner des Wiener Eishockeys, einer der unwiderruflich mit den Spuse Werder Capitals auch verbunden ist, der das große verantwortungsvolle C auf der Brust trägt. Hab Mario Fischer, den Kapitän der Spuse Werder Capitals, mal gebeten, ein klein wenig auch über deine Entwicklung zu sinnieren. Das ist das, was er mir zukommen hat lassen. Wir hören kurz rein und plaudern dann drüber. Ja, ihn hatte ich jetzt seit knapp 10 Jahren und ich kann wirklich sagen, dass er sich vor allem in den letzten Jahren zum absoluten Führungsspieler entwickelt hat. Er kommt wirklich jeden Tag in der Früh in die Halle und investiert seine Zeit und macht sein individuelles Programm und seine Morgenroutine. Das sind genauso Sachen, diese Details, die widerspiegeln sich halt am Eis und sind sicher ein Beitrag zu seiner Leistungssteigerung in den letzten Jahren. Er agiert die letzten Jahre enorm solide, ist konstant und hat offensiv in den letzten Jahren echt nochmal einen enormen Schritt gemacht. Ich mag das immer, wenn große Persönlichkeiten auch über andere große Spieler sprechen und da sind sehr, sehr viele Worte auch des Lobes mit dabei.
Und weil er nicht nur die mentale Entwicklung, sondern auch die auf dem Eis angesprochen hat, gab es so einen Punkt, wo du gedacht hast, okay, ich bin jetzt nicht nur Führungsspieler, sondern jetzt auch Leistungsträger auf dem Eis? So einen wirklichen übergreifenden Punkt, also in erster Linie möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei Mario Fischer für die netten Worte, weil er, ich muss auch sagen, ohne die Teamkollegen, was mit mir den Weg gegangen sind in den letzten 10 Jahren, wäre das sowieso nicht möglich gewesen, weil wir sind einfach zu, oder wir haben uns alle mehr oder weniger aus, das ist jetzt vielleicht klischeehaft, aber wenn man sagt, in der Kabine sind wir halt einfach wie Brüder, einmal streitet man, man kommt immer miteinander aus, das ist einfach witzig wahrscheinlich zum Hören, aber man weiß genau, wie der andere tickt, und ich glaube, das hat uns halt so erfolgreich gemacht und auch den Meistertitel beschert 2017. Und im Endeffekt hat so einen Klick hat's gar nicht gemacht, dass ich jetzt sage, ja, jetzt bin ich Führungsspieler. Ich habe das mehr oder weniger mitbekommen, weil auch ältere Spieler oder auch Imports gegangen sind. Und dann war es einfach gang und gäbe, dass irgendwer muss aufstehen und was sagen, also in der Kabine. Es ist jetzt nicht so, dass alle da sitzen oder ich jetzt 30 Jahre bin und jetzt hoffe, dass einmal irgendwer was sagt. Irgendwann lernt man das einfach so wieder. Und da muss ich auch ein großes Dankeschön an meine Trainer, was ich auch habe, sagen, weil die haben dann mir persönlich jetzt auch die Eiszeit gegeben, das Vertrauen, wo man dann Selbstvertrauen entwickelt und auch wirklich darüber sprechen kann, weil man auch Zeiten durchmacht, wo man mal vielleicht weniger spielt als Österreicher, aber trotzdem der Respekt da ist von anderen, jüngeren Spielern. Und wie gesagt, so ein Umschaltsklub hat es eigentlich gar nicht gegeben. Es war einfach gang und gäbe, dass der vorhin weg, einer muss jetzt machen, und dann stehen die gewissen Leute auf und geht schon wieder weiter. Weil junge Spieler, von wem sollen sie es lernen, wenn nicht ältere oder ein Trainer? Und Spielergeschick gibt es natürlich den klassischen Fall von nichts kommt nichts. Deswegen hat Mario Fischer ja auch schon angesprochen, wie früh du in der Eishalle bist, wie akribisch auch gearbeitet wird. Und ich erinnere mich noch an auch deine Zeit, als du für den VSV aufgelaufen bist und die Rolle, die du damals hattest, mit der, die du jetzt bei den Spurs Vienna Capitals auf dem Eis einnimmst, de facto überhaupt nicht mehr zu vergleichen ist. Wie ist dieser Prozess auch aus deinen Augen gelaufen, dass du jetzt nicht irgendwie nur das One-Trick-Pony in der vierten Linie bist, sondern diese Reifung zum kompletten Spieler? Ja, ich glaube halt, wo ich aus dem Nachwuchs zum Erwachsenen-Hockey in der zweiten Liga gereift bin, war das dann schon ein Schritt für mich, wo es leicht gegangen ist. Weil ich war immer einer, ich habe kein System gelernt im Nachwuchs. Mir haben sie immer gesagt, nimm die Scheiben, fahr durch, schieß ein Tor. Das war im Endeffekt alles, was die zu mir gesagt haben. Und das war nicht einmal blöd gemeint. Der Trainer hat es einfach leicht gehabt mit mir, weil ich einfach schneller war wie alle anderen im Nachwuchs. Und das war für mich auch natürlich dann einfach zum Verstehen. Wo ich dann in die zweite Liga gekommen bin, wo der Tom Bockel, der aktuell in Straubing bei der DL agiert, mich zum ersten Mal trainiert hat, dann hat er selber gesagt, war da ist eine Heidenarbeit, was auf mich zukommt, weil er wirklich uns ein System lernen muss. Bei uns hat es keine Plays gegeben oder Face-Offs-Plays oder sonst was. Schon mehr, was der Trainer halt so im Nachwuchs ein bisschen vorgibt, aber nicht jetzt wirklich, dass man sagt, man geht jetzt mit einer Struktur hinein und man weiß, wohin man läuft. Und das war für mich dann wirklich sehr, sehr schwierig umzusetzen, weil ich das, bis ich die 18 war, nie wirklich gelernt habe. Das ist nicht einmal blöd gemeint, das ist einfach Fakt. Und da kann ich jetzt lachen darüber oder offen darüber sprechen. Und dann bin ich halt, ist man halt gleich mal als Talent abgestempelt und jeder Bundesliga-Verein will ihn dann gleich haben, und das ist halt dann alles locker und easy und macht Spaß. Mir macht es immer noch Spaß, keine Angst, aber zu der Zeit war das halt noch nicht so halt beruflich jetzt ein Dasein wie jetzt. Und bin dann nach Villach gekommen, habe mich extrem gut vorbereitet, körperlich waren wir alle immer gut beieinander, also in meinem Jahrgang. Und dann war ein Mike Stewart als Trainer da, und der war auch sehr überrascht von mir, weil ich halt schießen kann, Eislaufen, stocktechnisch nicht ganz, also nicht der Schlechteste bin. Ein oder andere wird jetzt lachen. Wie gesagt, dann ist es wieder mit dem System auf mich zugekommen, und das war halt ein Riesenproblem, weil ich da mal in einer Linie mit einem John Hughes zu der damaligen Zeit und mit Derek Ryan
Verzeihung, das war schon beim Hannu Jevenbe im zweiten Jahr, aber wurscht, selbes Thema. Und das waren halt ganz andere Dimensionen an Spielern. Das war nicht Chip it out, Chip it in, nachlaufen. Das waren halt wirklich Playmaker. Derek Ryan spielt in der NHL jetzt, also von dem her, für mich war das damals halt, ich war ja komplett nervös. Also da war ich denke mal, heute hätte ich diese Reife schon gehabt, was ich jetzt teilweise bei jungen Spielern sehe. Ja, wer weiß, wie mein Weg gegangen wäre. Und ja, habe dann einfach in der vierten Linie in Villach mich durchgekämpft, teilweise dritte Linie. Und habe dann durch einen einzigen Auftritt gegen die Spuso Vienna Capitals, also damaligen, was war das, der UPC, glaube ich, UPC, in Villach das Game-Winning-Goal geschossen. Du wirst jetzt gleich lachen, ich habe einen einzigen Wechsel gehabt. Bin da 2-1 runtergelaufen mit John Hughes, er gibt mir den Pass aufs leere Tor und ich habe das Game-Winning-Tor geschossen im zweiten Drittel und habe mich wieder rechts ausgesetzt, habe wieder keinen Shift mehr gehabt. Und in der Zeitung ist ganz groß gestanden, Hartl schießt VSV zum Sieg. Und natürlich nach außen hin denkst du, es ist ja eine komplette Verarschung eigentlich. Oder nach außen hin so, es ist super. Und ich habe mir das dann gedacht am nächsten Tag. Aber da war dann ein Scout zu der damaligen Zeit zuschauen und der hat mich dann nach Wien gebracht. Das war der Bernd Freimüller. Und das hat dann alles zum, also das eine zum anderen geführt. Also, kurz gesagt, dass ich durch einen Samuelsson, durch einen Tom Bockel, den ich wieder dann in Wien gehabt habe, durch einen Serge Aubin, der mir dann wirklich das Eishockey beigebracht hat, was ich eigentlich spielen sollte mit meinen Stärken. Und ja, die Trainer dann wie ein Dave Cameron und ein Dave Barr, das natürlich dann wirklich aufgebaut haben. Und da sitze ich heute und kann wirklich sagen, ich muss mich herzlich bedanken. Und natürlich war es nie ein leichter Weg. Also ich war nie der Spieler, wo durch seine Playmaking-Erfahrung oder durch das System-Genie sich durchgekämpft hat. Ich habe wirklich einfach körperlich mich immer auf Trab halten müssen und mit meiner Schnelligkeit und mit meinem Schuss einfach einem Trainer zeigen, okay, das kann ich spielen, gebt meine Linie vor. Und ja, das habe ich dann schlussendlich umsetzen können, vor allem in den letzten 4 Jahren ist mir das halt tadellos, also ich muss wirklich sagen, tadellos bis jetzt aufgegangen, weil ich ein System habe, wo verständlich ist und meine Stärken wirklich hervorhebt. Weil du diese Villach-Jahre auch angesprochen hast, die können aktuell an anderer Stelle bei Unibet Hockey O'Clock auch ein klein wenig intensiver nacherlebt werden. Es ist über die Feiertage und über Neujahr das Markus Peintner Spezial erschienen. Eine Karriere-Rückschau von und mit ihm. In Teil 3 geht es dort vor allem auch um die Villach-Jahre, auch jene unter Mike Stewart, wer das vielleicht auch aus anderer Perspektive nachhören möchte. Und das ist auch eine Reise, die du genommen hast, die einmal mehr zeigt, manchmal ist es als Eishockey-Profi nicht verkehrt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann auch von den richtigen Personen gesehen zu werden. Und wohin das dann eben auch führen kann, ist total spannend. In deinem Fall, und das weist auch die Unibet-Statistik natürlich aus, zu einer Dekade Eishockey in Wien. Es ist dein 10. Jahr in Diensten der Spuse Vienna Capitals. Wenn man sich das so vergegenwärtigt, dass das einfach ein Jahrzehnt ist und wenn es gut läuft, sind uns allen auf diesem Planeten 8, 9, vielleicht auch 10 Jahrzehnte vergönnt. Du hast ein Jahrzehnt deines Lebens, deiner Karriere bei diesem Club verbracht. Was macht das mit dir? Wie hört sich das an? Da muss ich dich kurz unterbrechen, weil ein Zwischenjahr habe ich gehabt in Deutschland. Weiß ich schon, aber da ging ja dann auch wieder nach Wien zurück. Ja, vollkommen richtig. Ich schere das jetzt mal über einen Kamm, wenn es erlaubt ist. Ja, nein, kein Problem. Ja, was macht das mit einem? Ich muss sagen, das war die beste, also wenn ich jetzt da sitze und zurückblicke, hätte ich mir natürlich als junger Spieler gewünscht, dass ich vielleicht irgendwo im Ausland Fuß fassen kann oder irgendwo in eine Liga gehe oder gehen kann, wo man natürlich so viel Geld verdient, dass ich mich dann nicht beruflich umschauen muss nach meiner Eishockey-Karriere. Aber ja, sei es wie es sei, bis dato muss ich sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, weil ich meine Frau kennengelernt habe, meine 2 kleinen Kinder da gebären habe können und ja, jetzt in Wien stationiert bin mit einem wundervollen Haus. Also ich würde auch gar nicht mehr weg wollen. Natürlich ist der kleine Traum, dass ich mal im Ausland irgendwo wohne, Richtung Amerika. Aber
Wie gesagt, das sind alles ja, Ziele, auf die man hinarbeitet, aber bis dato muss ich echt sagen, würde ich es niemals bereuen, weil auch der Verein mir extrem geholfen hat und das kann jetzt wieder nur zurückzuführen auf das, dass es schwierige Zeiten gegeben hat, wo der Verein schon offen und ehrlich zu mir gesagt hat, Niki, es ist gescheiter, du suchst einen anderen Club, weil halt dann doch ein Benny Nissner, ein Ali Vukovic vom Nachwuchs raufgekommen sind und ich nicht der Spieler war, wo in den ersten zwei Linien agieren kann. Und das ist einfach das Business, wo ich jetzt niemals nachtragend wäre. Also von dem her, mir hat das mehr oder weniger dann mein Mindset so gestärkt, dass ich sehe, aha, Eishockey ist dann nicht alles. Und das hat mich halt dann wieder so wirklich stark gemacht im Kopf, dass ich dann schlussendlich jetzt da sitzen kann und genau das jetzt eigentlich so habe, wie ich mein Leben immer gestalten wollte. Dieses Stärkermachen, dieses sich auch der vielleicht Karriere nach der Karriere widmen, was du schon ein klein wenig angesprochen hast, das ist ja etwas, das nicht jeder tut, nicht jeder hat und wo manche dann auch tatsächlich von einem Mal aufs andere, wenn es dann irgendwann mit der aktiven Karriere auch zu Ende ist, in ein Loch fallen, dass du dir Gedanken darüber machst und dass es bei dir vielleicht auch schon ein klein wenig Fahrt aufgenommen hat, dieses Thema, obwohl du mit 31 noch sehr, sehr viele gute Eishockey-Jahre auch vor dir hast. Das ist natürlich auch Mario Fischer nicht verborgen bleiben. Hat man nämlich noch eine zweite Beobachtung zukommen lassen, wo ich kurz mit dir reinhören möchte, um dann nochmal drüber zu plaudern. Außerdem ist der Hart ja sehr disziplinierter Kerl. Er ist wirklich einer der wenigen Sportler, die sich neben dem intensiven Profigeschäft an Kopf machen, Zeit investieren, um einen relativ flüssigen Übergang nach der aktiven Karriere ins normale Berufsleben zu haben. Ich glaube, genau das hilft ihm auch ein bisschen befreit am Eis zu agieren. Sonst ist der Harti wirklich ein Vorzeigeathlet. Wir können wirklich froh sein, einen so routinierten Spieler wie ihn, der ja sicher seine Stärken an der Scheibe hat, in Wien zu haben. Vor allem aber schätze ich seinen tollen Charakter und den Menschen, Niki. Und ich glaube, sowas von einer der Galionsfiguren des Wiener Eishockeys aktueller Natur zu hören, ist sicherlich auch Balsam auf die Seele. Ein Dank an dieser Stelle auch an Mario Fischer, der sich in dieser intensiven Zeit ebenfalls die Zeit genommen hat, ein klein wenig über Eishockey und Niki Hartl zu sinnieren. Wann hat das bei dir angefangen, ein Denken an die Karriere, nach der Karriere? Waren es genau diese teils auch sicherlich nicht angenehmen Gespräche mit Vereinsverantwortlichen, wo einem bisweilen vielleicht auch die Rote ins Fenster gestellt wird, oder gab es da andere Zeitpunkte oder neuralgischen Punkte? In erster Linie möchte ich mich jetzt nochmal bedanken für die nette Nachricht von Mario. Ich kann das wirklich nur zurückgeben. Die Zeiten haben sich ja dermaßen auch geändert, was auch junge Spieler angeht, was da im Umdenken stattfindet, dass Eishockey wirklich nicht alles ist im Leben. Wir lieben es und wir machen es mit 100% und ich sehe das auch bei jedem. Aber auch wie ein Mario oder ein Dominik Hackl oder ein Sascha Bauer und auch Patrick Antal oder etwaige andere Spieler, die wirklich nebenbei studieren oder eine Ausbildung machen. Also das ist nicht mehr so wie früher, wo Eishockey einfach der Mainpoint war für alle und das da habe ich dann ausgesagt und hin und her und das ist einfach Fakt. Also jeder, der neben dem Profisport sich wirklich was aufbaut oder was generell auch ein Studium angeht, also höchsten Respekt, weil ich sehe das erst jetzt, wo ich Praxis sammle, also mit richtiger Arbeit, wo es nicht nur das Training angeht oder nicht nur die Spiele angeht. Also ich sehe, wie hart das ist und vor allem mit zwei kleinen Kindern. Und wie gesagt, das soll keine Ausrede sein oder sonst was, aber ich sehe, wie schwierig es tatsächlich ist, auch in der normalen Privatwirtschaft, dass man da Fuß fasst und auch so ein Einkommen generiert, wo man dann auch die Familie übergreifend ernähren kann. Also auf uns wartet einmal keiner. Das habe ich einmal wirklich mitbekommen. Ich rede mit sehr vielen, ich rede auch sehr viel. Der ein oder andere sagt, ich rede viel zu viel. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist auch meine Stärke, dass ich andere Leute, aber dass ich mir nicht so schade bin, mit Menschen zu sprechen, die vielleicht schon dort sind, wo ein anderer hin möchte finanziell
Und die sagen das offen und ehrlich, ein Arbeitgeber wartet nicht jetzt auf einen Ex-Eishockeyspieler, nur weil er ein lieber Kerl ist. Weil der muss Sozialversicherung zahlen, der muss Steuern zahlen für deinen Lohn. Und ja, du musst schon auch liefern können. Genauso wie du bei einem Verein als Eishockeyspieler liefern musst. Und das habe ich gesehen. Und da, wo es dann richtig Klick gemacht hat, war 2016, 2017, wo ich in Deutschland war, in Straube in der DL, wo jetzt ich gedacht habe, ja, da kommt jetzt der Niki Hartl aus Österreich und ich mische jetzt einmal die Liga auf, komme dann wieder zurück nach Salzburg und verdiene meine, was weiß ich, wie viel und habe dann einmal ein feines Leben. Also ich bin dort in Deutschland gewesen. Und da haben die Caps zu dem damaligen Zeitpunkt gesagt, es wäre gescheiter, du suchst da was anderes. Wo ich, also nochmal, das soll nicht negativ gemeint sein, ich komme dann auch auf eine wirklich gute Entscheidung von den Caps dann zurück, habe dann dort einen Vertrag bekommen, wo ich niemals gerechnet hätte in der deutschen ersten Liga. Und ja, war dann dort und habe dann auf den Kader geschaut, schon vor der Saison, habe auch mit dem Trainer telefoniert und habe mir dann gedacht, vom Spielerischen her, ja, ich kann da mitspielen. Habe dann aber auch schnell bemerkt, warte mal, die haben komischerweise 28 Spieler unter Vertrag. Also leicht wird das einmal sicher nicht, weil es können ja nur 20 spielen, 22 mit Domina. Und ja, war dann dort. Und habe einmal schnell ein halbes Jahr lang gemerkt, dass ich healthy scratch bin. Also das heißt, ich war ein Spieler, wo mittrainiert habe, aber fast keine Eiszeit bekommen habe. Und weil einfach so viele deutsche Imports oder generell Imports in dem Team waren oder auch schon die älteren deutschen Spieler in dem Team waren, wo, also da ist mir gar nichts geschenkt worden. Die waren immer alle sehr nett, alle sehr höflich, alle man hat sich respektiert, aber jeder wollte spielen und ja, dann hört sich auch die Freundschaft auf, wenn man um einen Kaderplatz kämpft und das war einfach bei mir der Faktor und ich bin dann halt leider Gottes, und wie gesagt, das soll nicht negativ sein, viel zu viel auf der Tribüne gesessen, weil ich auch gesehen habe, da spielen Spieler vor mir, wo nicht besser sind wie ich, aber der macht halt das ein oder andere richtig in der Rolle, in der Linie, wo der Trainer mich nicht gesehen hat und ja, das war für mich natürlich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, mit der Jasmin halt ein Schockerlebnis, weil ich habe gewusst, okay, ich sitze da auf der Tribüne, ich schaue nur die Spiele zu, ich sehe zwar extrem eine geile Liga, muss ich sagen, geile Eishallen, richtig gute Spieler, Wahnsinn, was da eigentlich los ist in der DL, also es ist wirklich sehr, sehr cool. Ich hätte mir nochmal gewünscht, dass ich dort Fuß fassen kann, aber ja, sei mir nicht gegönnt gewesen, aber nicht so schlimm. Wir haben dann halt gesehen, auch als Paar, okay, wenn es nach dieser Saison jetzt kein Happy End für mich gibt, dann ist es vorbei. Und das war einfach, ja, war realistisch. Also für mich war das ja halt immer, ich habe mir, so ehrlich bin ich, habe mir dann auch in den Schlaf geweint oft, weil ich habe mir gedacht, ich bin zu jung, dass ich jetzt Profi-Eishockey aufhöre und ich habe keinen Tag gehabt, was ich beruflich machen möchte. Also weil jeder immer sagt, ja, wärst du ein Trainer oder bist du ein Fitnesscoach oder was weiß ich, Marathonläufer, irgendwas anderes halt. Aber ich habe halt wirklich gar keinen, also wirklich nicht einmal den Gedanken zu der damaligen Zeit verschwendet. Und ja, das hat mich dann wirklich sehr, sehr hart getroffen. Und kurz vor Start der Playoffs, ich natürlich körperlich nicht jetzt auf meinem Peak, also weil ich halt nichts gespielt habe, keine Spielpraxis gehabt habe, über eine fortlaufende Dauer, war dann auf einmal kurz vor Anfang der Playoffs die Verletzungen in Wien sehr hoch. Ich habe das natürlich nur flüchtig mitbekommen und dann hat mich der Manager von Straubing ins Büro geholt, Jason Dunham, und schöne Grüße gehen raus. schätze ihn sehr, also wirklich sehr, sehr guter Manager. Und ja, der hat mir dann gesagt, ja, der Serge, der jetzige Trainer von Berlin, hat angerufen, er braucht mich als Spieler. Und ich habe ihn dann so angeschaut und habe mir dann gedacht, ist das jetzt eine Kamera, ist das eine Verarschung? Ich habe nichts gespielt, keine Punkte gemacht und jetzt will mich Wien wieder haben. Und das ist jetzt auch wieder keine Lüge, ich bin aus dem Büro raus, habe meine Freundin, jetzige Frau, angerufen und habe am Telefon geweint und gesagt, Schatz, pack die Sachen, kriege ich gleich Ganselhaut, weil es ist wirklich eine arge Erfahrung gewesen, für mich emotional.
Ich habe gesagt, pack die Sachen, wir fahren wieder nach Wien. Sie rot und Wasser geweint am Telefon, weil wir davor noch gescherzelt haben, dass ob ich nicht irgendwie die Möglichkeit habe, in der Nähe von Wien spielen, sei es Linz oder weiß der Geier was, Znaim, irgendwo, dass wir nicht so weit weg sind von daheim. Weil das Jahr war einfach eine Katastrophe für mich sportlich gesehen und es hat ihr auch keine Sicherheit gegeben. Und wer das kennt, wenn die Frau merkt, der Mann hat finanziell keine Sicherheit, ja, dann haltet an im Endeffekt auf Dauer nicht viel zusammen. Das ist einfach ein Fakt. Also Lieben hin und her, aber du möchtest ja auch immer deine Kinder was bieten können. Aber nur mal das Gespräch, um das abschließend zu sagen. Wien hat dann angerufen, habe dann gleich mit dem Kalla telefoniert, mit dem Franz Kalla, den ich auch sehr viel danken muss, was meinen beruflichen Werdegang angeht, weil wir die immer dann unterstützt haben. Ja, hat gesagt, pack die Sachen, du spürst gleich in 2 oder 3 Tagen später. Wir haben alles vollgepackt mit einem VW, was weiß ich, was das war, wirklich eine kleine Kisten, gar nichts rein. Wir sind waren witzig, gehen jetzt aber wieder nach Wien, haben die Sachen ausgepackt, bin gleich ins Training am nächsten Tag. Das weiß ich nur, ich bin um Mitternacht in Wien angekommen von Deutschland und um 7 Uhr habe ich einen Serge O'Byrne in das Office geholt, obwohl um 10.50 Uhr erst Eistraining war. Weil ich weiß genau, warum er das gemacht hat. Der hat einfach nur schauen wollen, ob ich ein pünktlicher, ehrlicher Arbeiter bin, der in dieses Team noch passt. Weil die waren auf einem Titelzug. Und war dann pünktlich, habe mich dann gut integriert. Die meisten Jungs habe ich eh gekannt, die meisten Imports von mir, Jamie Fraser, oder wer war da noch zu der damaligen Zeit? JP Lamorelli. Riley Holzapfel. Ja, genau. Den habe ich nicht gekannt, aber JP Lamoureux von Villach-Zeiten noch, also die habe ich schon gekannt. Und hab mich dann ins Training eingefügt und habe dann auch gleich gemerkt, mein Gott, die Jungs sind fit, bist du wahnsinnig. Ich bin da gar nicht hinten nachgekommen, ich war einfach körperlich unter jeder Sau. Nicht jetzt optisch gesehen, sondern einfach, was eismäßig das Eislaufen angeht. Es war einfach eine fixfertige Mannschaft mit einer Struktur. Deswegen haben wir ja so viele Spiele gewonnen. Und der ein oder andere kennt, wenn du dann mal über Monate nicht auf einem Level spielst oder trainierst, dann denkst du, du bist der letzte Mensch auf dem Eis. Aber es hat zu einem Happy End geführt. Wir sind dann in die Playoffs marschiert. Ich glaube, ich habe 2 Spiele davor noch gespielt oder 3 und habe mich dann mit einem McGregor Sharp und mit einem Jonathan Furland in der Linie, wirklich als dritte Linie in den Playoffs gut beweisen können. Auch wenn ich nicht viel Punkte gemacht habe als Spieler, das war mir einfach wurscht. Ich habe dann wirklich wieder schätzen gelernt, was es heißt, dass man Eiszeit bekommt, Siege feiert als Mannschaft. Wirklich dann alle Mannschaften zu sweepen in die Serien und dann den Meistertitel. Da waren dann wirklich lustige Geschichten, was die Abschlussfeier angeht, weil ich habe das wie einen Film miterlebt und man hat es nicht glauben können. Und der ein oder andere wird wieder lachen, weil er weiß, was ich aufgeführt habe. Aber das möchte ich jetzt nicht zu näher ins Detail besprechen, weil es einfach da nicht hergehört. Aber wie gesagt, das war ein Happy End und das hat mich halt extrem gestärkt, was auch jetzt meine Nach-Eishockey-Zeit angeht. Ich glaube, du darfst mit Fug und Recht behaupten, dass du die längste Antwort gegeben hast, die es an dieser Stelle jemals bisher gab. Und diese Geschichte ist so wunderbar, weil sie de facto alle Höhen oder so viele Höhen und eben auch Tiefen widerspiegelt, durch die man in einem Profi-Dasein durch muss und dass es jetzt ein Happy End gibt und dass dir in Wien es erst recht wieder so aufgegangen ist, ist wahrscheinlich die schönste aller Wendungen, dass das mit einem Meistertitel veredelt worden ist. Sowieso dein damaliger Trainer in Straubing, das belegt auch die Unibet-Statistik, Larry Mitchell ist danach nie wieder als Trainer engagiert worden, sondern nur noch als Manager. Das ist dann vielleicht auch die Bestrafung gewesen für das Talent oder die Rolle des Niki Hartl nicht erkennen zu können. Ich möchte jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber es ist ein ganz witziger Kniff. Und wenn wir gerade bei Unibet sind, die Kolleginnen und Kollegen von Unibet haben natürlich auch heute wieder einen 400%igen Willkommensbonus für Neukunden im Angebot mit dem Promocode Hockey-Bonus. Erhalten Kunden bei der ersten Einzahlung von 10 Euro einen 40-Euro-Bonus geschenkt. Unibet by Players for Players und das Ganze mit allen Details wie immer in den Shownotes. Jetzt geht's nach Wien zurück. Jetzt darfst du wieder Eishockey spielen. Jetzt darfst du dich auch in so
eine Championship-Mannschaft nicht nur einfügen, sondern steigst auch zum Leistungsträger auf, komplettierst beziehungsweise feintunst dein Spiel, das auch immer, das hast du schon gesagt, von deiner Schnelligkeit auch gelebt hat. Und weil du auch jemand bist, der natürlich auch schon, wann auch immer das sein mag, die Zielgerade der aktiven Karriere ein klein wenig vor Augen hat, wie gehst du damit um, dass die Schnelligkeit wahrscheinlich nicht bis ins hohe Eishockeyalter zu konservieren sein wird, beziehungsweise wie kann sich ein Spiel, dein Spiel auch verändern, wenn vielleicht dann die jungen 20-Jährigen einem schneller um die Ohren fahren, als einem das lieb ist? Darf man diesen Gedanken schon verschwenden oder ist es mit 31 noch zu früh? Nein, das ist vollkommen legitim. Ich sehe das auch bei älteren Spielern, dass die Zeit bleibt nicht stehen. Und ja, ich körperlich merke es ja, wie ich mich verändere. Ich habe halt jetzt das ein oder andere Wehwehchen mehr, also viel mehr, was jetzt angeht. Auch wenn man Kinder hat, merkt man es noch mehr. Und dann kommen da 20, 21-Jährige daher, die laufen beim Training wie Gestörte herum. Jetzt ohne da negativ zu sein, negativ oder abwertend, so meines. Und dann denkt man sich halt schon, boah, ob man das noch länger durchhält so. Aber wie gesagt, ich glaube, man macht halt dann viel mit der Erfahrung. Also ich war auch immer ein Spieler, ich habe bei jedem Shift 100%, gibt es immer noch, aber vielleicht das ein oder andere mehr durch die nicht strukturierte Linie in meinem Eishockey, also in meinem Spielerkopf, weil ich nicht der Playmaker war, habe dann einfach mehr Energie verschwendet, wie ich soll. Und jetzt durch die Erfahrung, was ich jetzt sagen muss, weiß ich, okay, ich muss jetzt nicht mehr wie viel kmh in die Ecke gucken, weil ich genau weiß, wenn da ein guter Verteidiger, wie du vorher vielleicht sagst, ein Dominik Heinrich, die ein oder andere Drehung macht, mich fährt er blind wieder rein, komplett übermotiviert. Natürlich fährt er an mir vorbei. Und das habe ich halt über die Jahre gelernt, wie man das halt dann aufnimmt, wie man spielt. Und arbeiten muss man als Probespieler immer. Also egal, ob man da jetzt schnell ist oder stark ist. Also wenn man nicht trainiert auf dem Niveau, wie sich das jetzt spielerisch entwickelt hat über die letzten Jahre, weil ich kann mich erinnern, vor 10 Jahren, in Villach jetzt wieder, wenn ich das anspreche, da waren halt viele Ausländer dabei, das waren mehr Stehpartien. Und das ist halt da jetzt, sind halt so gute Eisläufer und so gute Spieler jetzt auch in der Liga, wo man sich denkt, das wird immer schneller. Also von dem her, wenn man da nicht arbeitet, dann geht man mit der Zeit. Und das ist halt dann der Fakt, dass man dann nicht mehr in der Liga sich etablieren kann und nicht mehr mitspielen kann. Also das ist jetzt meine Meinung. Und wie gesagt, arbeiten ohne Ende. Ich glaube, das hört nie auf. Und auch das, bin ich mir sicher, hören die Eishockey-Fans da draußen sehr, sehr gerne, die dir und deinem Spiel, das sie auszeichnet, deiner Schnelligkeit auch weiter hold sein werden, beziehungsweise sich drauf freuen, dich nicht nur in der Wiener Eishalle bei der Arbeit zu beobachten. Weil es so schwierig ist, das miteinander zu vergleichen, versuche das jetzt auch gar nicht erst, aber in der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist natürlich der Meistertitel auch mir wieder in den Kopf gekommen, dieser von mir ehrlicherweise damals für unmöglich gehaltene Triple Sweep auch aufgekommen, wie Wien mit dieser Sensationsmannschaft 2016, 2017 durch die de facto komplette Saison marschiert ist. Und das muss sicher eines der Highlights sein, wenn nicht sogar das Highlight auch deiner Wien-Zeit. Aber weil es noch so präsent ist und weil es ein so prägnantes Erlebnis war, vergangenes Jahr, wir freuen uns natürlich als Berichterstatterinnen und Berichterstatter immer total, wenn es ein Spiel 7 gibt. Jetzt gibt es ein Spiel 7 zwischen Wien und Klagenfurt in einer tollen Serie, die hin und her gegangen ist und dann auf einmal die Hiobsbotschaft, die Caps, die ganze Saison gesund geblieben sind. Covid, halbe Mannschaft out, absolute Rumpftruppe, zwar zu Hause, aber gegen einen KAC, der weitestgehend gesund ist und alle Welt denkt sich, boah, das kann nicht gut gehen. Und dann diese Mannschaft, dieses Spiel, dieser aufopferungsvolle Kampf und dieses 3-2 zu Hause, wo du auch einen integralen Bestandteil spielen durftest. Wo rangiert dieses Spiel, diese Serie in deiner Karriere, wissend, dass du einen Meistertitel dein eigen nennst? Ich habe das letztes Jahr, glaube ich, in ein paar Interviews erwähnt, nach der Serie,
Es war so unvorstellbar, also wirklich auch für uns Spieler, du bist wirklich so niedergeschlagen durch diese Serie, was auch das Körperliche angeht, weil ich glaube, ich habe das erste Mal in meinem ganzen Leben über 25 Minuten Eiszeit gehabt in so einem Spiel. Und das, mein Körper hat selber nur noch geschrien. Also er hat sich selber nicht ausgekannt. Also ein Zuschauer, was jetzt nicht weiß, wie viel wir spielen, also Durchschnittsspielzeit ist halt 15 Minuten für Spieler, die jetzt viel spielen, weil dann die meisten Verteidiger schaffen es über 20 Minuten, die sehr viel spielen. Und ja, im Durchschnitt sagt man 10 Minuten aufwärts. Und wenn du nochmal über 25 Minuten spielst, das ist halt mit so einer Mannschaft, also wir haben gute Leute gehabt, also auch unabhängig jetzt vom Covid, aber dann fehlen halt Schlüsselspieler wie Thomas, ein Matt Neal oder ich weiß gar nicht, war da niemand noch dabei? Auf alle Fälle, da waren halt einige, wo wirklich eine tragende Rolle gehabt haben, die haben dann gefehlt. Und wir haben uns dann, da denkst du ja auch in der Kabine teilweise, das ist nicht machbar. Dieser Hintergedanke, den hast du einfach im Kopf, weil Klagenfurt mit voller vier Linien daher marschiert, Top-Leute drin gehabt hat, wie ein Kanal, ein Peterson, ein Haudum, wo wirklich jeder kennt, das sind einfach Top-Spieler. Oder ein Koch, brauche ich gar nichts erzählen, das ist ein Wahnsinnsspieler. Und ja, wir mit so viel Junge und unsere Trainer auch nicht da. Da war dann ein Philipp Ulrich und ein Peter Schweder, wo wirklich exzellent diese Rolle übernommen haben. Natürlich jetzt nicht von dem, also auf dem Erfahrungswert aufgebaut, wie ein Dave Barhot oder ein Christian Dolleschall. Aber ich kann mich erinnern, der Philipp Ulrich hat in der Kabine eine Rede gehalten, wo ich dann auch weg war, weil ich mir nicht gedacht habe, dass der das so machen kann als Trainer, als österreichischer Trainer. Und immer dann gedacht habe, wow, also ich war so motiviert dann, obwohl ich körperlich so am Sand war. Und das war dann nach dieser Partie, ich kann mich noch erinnern, ich habe an Bernhard Starkbaum einfach nur noch umarmt und habe mir gedacht, bist du wahnsinnig, was ist da gerade passiert? Das war dann, ich war dann den Tränen nahe, aber nicht aus Trauer, sondern weil solche Glücksmomente im Leben, wenn man das einmal durchmacht mit einer Mannschaft, auch mit einem Verein, wo man sich niemals gedacht hat, weil ich traue mir zu 100% die Hand ins Feuer legen, dass Leute gegen uns gewettet haben. Das ist einfach Fakt. Und jeder gedacht hat, das ist eine fixe Wette. Und wir haben dann jedem das Gegenteil bewiesen. Und das war für mich das Gefühl wie ein Meistertitel. Das klingt jetzt deppert und das der ein oder andere glaubt mir, ja, das ist die erste Runde gewesen. Aber was wir durchgemacht haben und auch die Coaches, auch der Staff, und da hängt ja so viel dran. Und dann gewinnst du dieses Spiel 7. Ich habe wirklich, da, ich bin da daheim dann im Bett gelegen. Am nächsten Tag ist gleich weiter nach Klagenfurt gegangen. Also nichts mit Ausrasten. Nach Salzburg, Entschuldige. Nichts mit Ausrasten. Und ja, es war wirklich einer der schönsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Muss ich echt sagen. Und das ist auch eine Partie, die noch lange weit über das Wiener Eishockey hinaus nachschwingen wird, wenn man so will. Und du hast natürlich auch völlig recht gehabt. Matt Neal war damals schon out, wie so viele andere. Ich glaube, dass das Line-Up zumindest im Sturm kann man mal verlesen, um einfach nochmal die Fans, vor allem auch der Vienna Capitals, ein klein wenig sich daran erinnern zu lassen, was das für unfassbare Kämpfertypen waren. Erste Linie Artner, Shepard, Bradley. Zweite Linie Schwinger, Moncada, Hartl. Dritte Linie Antal, Kromp, Preiser. Vierte Linie Wiedhalm, Maxer und Bauer. Da merkt man dann schon, wie das Kollektiv vielleicht nichts mit dem zu tun hat, was die Caps am Anfang oder zur Mitte der Saison dann so stark gemacht hat. Und allein diese Stürmer haben den KC beschäftigt. Und fairerweise muss man natürlich auch noch die Verteidiger dazu nehmen. Wall, Fischer, Palierer, Karlsson, Posch, Prepper Vessis und natürlich ein überragender, über sich hinauswachsender Bernhard Starkbaum. Das war das Rezept, das waren die Zutaten für ein Spiel 7, das noch lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Leider, leider, muss man dazu sagen, ist dann natürlich das Virus nicht weggegangen. Gegen Salzburg kam es noch dicker und das hat zumindest dann die ersten zwei Spiele für die Caps es fast verunmöglicht zu gewinnen. Aber ich glaube, von dieser Saison, die für viele Teams so schwierig war, wenn man das als Highlight auch mit dann in den Ruhestand nehmen kann, dann hat man immer was, über das man sich freuen kann oder das einem ein Lächeln aufs Gesicht zaubert. Nachdem ich weiß, dass
es morgen schon wieder mit Eishockey weitergeht, nachdem du auch mittendrin in einem Siedelprozess auch steckst, was zu der Zeit, wo eh schon alles zusammenkommt, extrem anstrengend ist. Weiß ich auch, dass die Zeit limitiert ist, deswegen möchte ich nur noch eine Frage zum auch hier und jetzt und quasi ein klein wenig als Ausblick stellen, denn die Spuse Vienna Capitals sind aktuell mittendrin im Kampf um die Top 6 aktuell. Wenn die Saison jetzt zu Ende wäre, wäre es ein Platz in den Pre-Playoffs. Aber man hat mit 6 Punkten Rückstand auf Platz 6 noch 3 Spiele in der Hand gegenüber der Konkurrenz. Ist das was, wo man sich selber einen Druck macht? In diesen 3 Spielen müssen wir performen, oder ist das etwas, das man gerne mitnimmt, wo man sich erst recht keinen Druck machen darf? Am Druck, glaube ich, gibt es in jeder Lebenssituation, auch im sprichst nochmal an, ich glaube, in andere Berufssparten haben wir auch einen gewissen Druck. Und bei uns ist das halt, bei uns wird man halt gemessen an Siegen. Und ja, natürlich ist das ein bisschen von Vorteil, wenn man jetzt noch 3 Spiele hinten, also noch nicht diese 3 Spiele hat, was die Konkurrenz hat, dass man auch da rechnerisch dann zusammenkommt, dass man weiß, okay, die Punkte fehlen, wenn man da gewinnt, dann hat man das leicht wieder drin und man ist in den Top 6. Aber heuer, wie man gesehen hat, ist es nicht leicht, in dieser Liga zu performen, weil jeder kann da jeden schlagen. Performen muss man die ganze Zeit über, also von dem her Druck verspüre ich schon immer tagtäglich, wenn ich aufstehe, vor allem ich weiß, dass man halt ja an der Performance etwas einzeln an Punkten angeht oder an die Rolle, die man erfüllen muss. Deswegen hat jeder Spieler von uns einen Druck und natürlich im gesamten Kollektiv, wenn man dann die Punkte annimmt, was die Tabelle angeht, dann musst du gewinnen. Das ist einfach so, weil du willst die Top 6 erreichen, das ist in Wien, also soll es nicht abwertend anderer Mannschaft gegenüber klingen, aber das ist das ja, Erste, an das man denkt, wenn man an die Spuse Vienna Capitals denkt, dass wir einen Playoff-Platz erreichen. Weil alles drunter wäre für uns eigentlich eine Beleidigung. Für die Mannschaft, was wir generell als Team haben, was das Potenzial angeht und generell für die Marke Vienna Capitals. Also von dem her, ja, wenn ich da nicht in die Playoffs spiele, ist das für mich wirklich extrem schlimm, muss ich jetzt sagen, für mich persönlich. Also, ja, aber so weit gehen wir jetzt immer nicht. Wir schaffen das, da bin ich fest überzeugt davon. Und ja, wirklich ein leichter Weg, aber gesattelt als Mannschaft mit dem System, was wir vorgegeben bekommen, dann ja, schaffen wir die Top 6. Und einmal mehr Musik für die Wiener Fanohren. Möchte mich an der Stelle bedanken, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast. Ich könnte noch stundenlang mit dir weiter plaudern. Hoffe, dich irgendwann an dieser Stelle wieder begrüßen zu dürfen. War überfälligst, einen Cap auch endlich in den Podcast zu Unibet Hockey Clock zu bekommen. Bin sehr, sehr froh, dass es mit dir endlich gelungen ist. Sehr, sehr coole Geschichten, die du mitgebracht hast, und wünsche alles Gute für die restliche Saison. Vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Und ja, finde ich sehr, sehr cool, was du da auf die Beine gestellt hast. Also kannst du den einen oder anderen Fan nur empfehlen, diese Sachen laufend zu verfolgen, weil ja, sehr interessante Gespräche und man kann sehr viel mitnehmen, vor allem, glaube ich, auch als jüngerer Eishockeyspieler. So. Danke dir. Pfanner läuft einmal rot an, aber liegt an tollen Typen wie dir. Und jetzt haben wir einander genug Rosen gestreut. Danke für die Blumen, alles Gute dir. Danke dir, mach's gut. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt. Unibet Hockey Club.